Hallo Leute und herzlich willkommen zum weiteren Part von den Elisa Gameplay im Ranked. So, wir werden diesmal wieder Leute zerstören mit Elite Lizer. Ich habe ein paar neue Sachen gelernt, die werde ich euch dann auch zeigen. Und yo, ich kann ja schon mal im Training Mode ein bisschen das zeigen. So, das hier zum Beispiel. Mit den Knien, ne? Lol, ich wusste gar nicht, dass es geht, Alter. Also, das hier kann man machen. Dann kann man das hier machen. Ey. Genau, dieses hier. Dann habe ich noch das hier gelernt. Also das ist ein guter Punisher, also wenn ihr abwehrt, dann müsst ihr immer zweimal Dreieck drücken, das greift dann Gegner an, bevor er angreifen kann, das nennt sich Punisher. Und so, dann könnt ihr halt das in diese Drachenforce machen, indem ihr so drückt. Ja, deshalb jetzt Into Dark Waves, kann ich auch mal zeigen. Dann gibt es auch noch den hier, den könnt ihr hier rein machen oder mit diesen hier verbinden. Genau so, also halb. Dann nochmal und dann könnt ihr hiermit auch immer die Kombos weitermachen, wenn der Gegner wieder am Boden liegt. Ist auch recht guter Trick. Ja, ich bin jetzt schon für Stun, weil ich hatte vorhin Gameplay aufgenommen. Das konnte ich leider nicht abspeichern, deswegen tut mir es leid. Und ja, aber egal, dann kommen jetzt viel stärkere Gegner und so, das wird dann jetzt auch spannender für euch. Und so, der Anfang ist jetzt nicht so wichtig, was jetzt eigentlich passiert ist. Ihr habt ja jetzt gesehen, so wie ich Q geworden bin und jetzt bin ich halt direkt dann. Ist ja jetzt nicht so schlimm. Kann ich auch nichts für, wenn es nicht aufnehmt. Aber egal, Leute. Lasst uns einfach konzentrieren, so auf die Gegner und so. Ja, das Video wird jetzt... Ich werde es wahrscheinlich jetzt immer so 4 Kämpfe machen oder 6 Kämpfe, also mehr nicht, weil... Das Problem ist, wenn ich mehr mache und ich es dann vergessen abzuspeichern, passiert wieder dasselbe und so. Und darauf habe ich echt keinen Bock. Deswegen würde ich sagen, 4-6 Kämpfe gehen auf jeden Fall klar. Und jo. Also ist auch fest dann. Super. Ja, meine Ranglistenspielstatistik seht ihr ja. Ich hatte im letzten so fast alle Kämpfe gewonnen, außer 3. Und das waren schon irgendwie, also 5 Kämpfe gewonnen, 3 verloren, so kann man es sagen. Ja, dann lass jetzt loslegen, ey. Ja, der hat so King-Statistik. Mal gucken, wie der ist mit King. Let's go. 2D reicht dir? Okay, weil dir 2D reicht, spiele ich jetzt unendlich mit Sidesteps, Alter. Dann siehst du, dass 2D dir einen Scheiß reicht. Na, kannst du Sidesteppen, du 2D reicht mit Typ? Nein, kannst du nicht. Merkt man. Ich glaube, meine Leise ist zu schnell für dich. Ich bin mir nicht sicher. Na, 2D reicht dir? Noch immer? Also bist du sicher, dass 2D dir reicht? Ja, ja, King. Na klar, das trifft. Und ich bin tot. Super, der Typ verkackt den ganzen Kampf und gewinnt mit einer Rage Art. Alles klar. Aber weißt du, den nächsten Kampf benutze ich auch mein Rage Art.
Ey, ist der echt zu behindert zum Sidesteppen oder wär's nicht nutzen, jetzt mal ernsthaft? Ich meine, es kann doch nicht wahr sein. So. Ja, die Attacke ist auch irgendwie voll gut. Ja. Ich habe gesagt, ich mach's mit meiner. Let the darkness come soon, you. Ja, das war klar, dass der mit dem Tritt aufsteht. Ich wollte eigentlich mein Dings machen, aber das Spiel hat es nicht angenommen. Naja, egal, dafür drücke ich ihn jetzt die krassen Kombos. Naja, perfekt, ne? Mir reicht kein 2D, ich will 3D. GG. Okay, aber das war jetzt der erste Kampf von 4 oder 5, werde ich heute machen. Aber ich glaube, ich mache 4, weil... Ja, ich mache normal gegen den Kampf. Der war ja echt scheiße, deswegen... Verbinden... Weißt du was, sag's doch direkt, dass man nicht verbinden kann, aber egal. Zurück zum Aufwärmen. Gegner suchen. Super, direkt den Gegner gefunden. Ja, yeah, kämpfen. Bitte verbinde. Ja, ihr könnt auch die Korean Backdash Dings da nutzen. Das ist, wenn ihr zweimal nach vorne geht und dann immer so duckt, ne? Um dann diese Drachenfaust zu machen oder wie es von ihr heißt. Das kann man auch gut damit nutzen. Ist auch recht chillig. Oh ja, ich kämpfe gegen Italiener. Nice, ich bin auch Italiener. Lee nimmt da alles klar. Ist Lee nicht sogar Italiener? Ja, ist er. Was soll ich dazu sagen? Ich finde trotzdem Hovang viel besser. Ja, das Problem ist, also bei Lee kenne ich echt auch alle Moves, so deswegen weiß ich, wie man gegen ihn spielt. Das ist gut. Ja, wie greift man nochmal? Ist mal ernsthaft. Ach so greift man, okay, gut zu wissen. Ey Digga, denkst du ernsthaft, das trifft mich? Nein! Puff. Alles klar. Jämmerlich. Ach, kommst du mit mir klar? Boah, es war knapp.
kommen. Yeah, das trifft nicht. Super. Das war klar. Muss er sich aufladen? Yo, GG. Wie ich gegen so jemand verlieren konnte, keine Ahnung. Also ich spiele jetzt gerade echt nicht so krass, Alter. Was war Revanche? Ich habe jetzt gerade nämlich nicht so viel Lust auf Ranks, ich glaube, das merkt man. Okay, die Kombo kann man machen. Yo, X7 Lachse. Ja, die Kombo klappt auch. Die Frage ist nur, wie. Ja, die ist, glaube ich, echt schwer, ey. Yo, Dimitri ist unser nächster Gegner. Ich verstehe ernsthaft nicht sein Profil. Ja, das sieht irgendwie voll schwul aus, also. Alles klar. Ja, er macht 10-Hit-Combo. Der ist echt gut mit Yoshimitsu. Ey, man kann nichts gegen diese Combo machen.
Ey, Yoshimitsu ist so ein schwerer Gegner, ey. Der ist gar nicht einzuschätzen. Naja, nice. Ja, der hat auch schon 3 Wins gehabt. Jetzt, also das ist jetzt sein erster Lose, sollte er verlieren. Jetzt grabt er, alles klar. Ich komme gerade gar nicht zum Angriff, ey. Typ macht mich verrückt mit seinem Kampfstil. Ja, das war nicht schlecht. Ey, diese Kombo ist so mies, Alter. Jetzt wird's spannend. Na, ich wollte das nicht machen. Jo, ich würde mal sagen, GG an Dimitri. 5-4-3. Das war echt ein guter Kampf. Aber für heute muss ich dann jetzt echt aufhören, Leute. Es hat mich echt abgefuckt, das Video, das abgespeichert wurde davor. Ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen. Dieser Rank-Part lief jetzt nicht so gut wie der andere, aber egal, ist ja nicht so schlimm. Okay, wir sehen uns wieder bei meinem nächsten Rank-Part. Und ciao, Leute.